Salzburg ist ein Holzland. Circa 1200 Betriebe bilden den Kern der Holzbranche. Alle sind sie abhängig von der Bewirtschaftung der Wälder. Wie die Wertschöpfungskette funktioniert und wo das Holz hingeht, Reinhold Krasecker hat sich das angeschaut. Der Wald von morgen entfaltet seine Leistungen erst durch die professionelle Arbeit von Försterinnen und Förstern. Würden die heimischen Wälder nicht mehr gepflegt, hätte das enorme Auswirkungen. So Landesforstdirektor Franz Landschützer. Das würde bedeuten, dass Firmen abwandern, die diesen Rohstoff brauchen. Man könnte dann nicht mehr so viel Häuser bauen aus Holz, man hätte weniger Möbel aus Holz, man könnte nicht mehr heizen mit Holz. Und darum ist für uns diese Außernutzungsstellung oder dieses sich selbst überlassen des Waldes eigentlich kein Thema, sondern für uns geht es darum, dass wir den Wald sorgsam bewirtschaften, mit dem Ziel, diesen Rohstoff sinnvoll einzusetzen. Mehr als die Hälfte der Landesfläche ist Wald. 60% davon wird durch private Waldbesitzer bewirtschaftet und 40% durch die Bundesforste. Der jährliche Holzeinschlag beträgt rund 1,2 Millionen Festmeter. Trotzdem gibt es mehr Zuwachs, als entnommen wird. Ist das Holz geerntet, kommt es zur regionalen Weiterverarbeitung in die Sägewerke. Rund 100 davon gibt es im Bundesland Salzburg. Meist sind diese mittelständische Unternehmen, wie die Firma Hutter in St. Michael im Lungau. Mit 40 Mitarbeitern wird am Standort seit den frühen 60er Jahren Holz verarbeitet. Jährlich werden an die 95.000 Festmeter Fichtenrundholz geschnitten. Zugekauft wird regional in einem Umkreis von 30 Kilometern. Ist das Holz verarbeitet, geht es weiter zum Kunden. Ein Großteil davon geht in den Export. Wir exportieren ca. 70% nach Italien, ganz, ganz wenig nach Deutschland. Der Rest bleibt eigentlich im Inland. Und da gibt es natürlich verschiedene Produktionen. Das geht von Türenindustrien angefangen über Leimbinderlamellen, über Brettsperrholz. Also das ist wirklich vielseitig. Die Firma Hutter hat neben dem Sägewerk noch ein zweites Geschäftsfeld, die Holzindustrie. Gemanagt wird der Betrieb Hutter Visionen aus Holz von Sohn Maximilian Hutter. Rund 50% des Rohholzes kommt aus dem eigenen Sägewerk. Der Rest wird zugekauft. Gefertigt werden am Unternehmensstandort Halbfertigprodukte für die Parkett-, Türen- und Fensterindustrie, also auch für den Bereich Außenfassaden und Dreischichtplatten. Die Abhängigkeit von lokalen Sägewerken ist groß. Ja, wir verarbeiten derzeit gute 15.000 Kubikmeter Schnittholz. Dafür sind ca. 25.000 bis 28.000 Meter Rundholz notwendig. Von dem her natürlich die Abhängigkeit von unseren Sägern sehr groß. Mit einem gesunden und gepflegten Wald funktioniert die regionale Wertschöpfungskette Holz auch in Zukunft. Und die rund 3.500 Beschäftigten im Bereich Säge- und Holzindustrie brauchen sich um ihren Job keine Sorgen machen.